Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin, nicht wundern, meine Stimme ist immer noch ein bisschen nicht so toll da. Aber ich will wenigstens ein paar Videos machen, um ein bisschen was loszuwerden, weil die Kartons sammeln sich und ich will ja einige Sachen davon auch benutzen. Ich habe was bestellt, läuft jetzt hier unter Odin was shoppen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit einem anderen, mit was anderem noch zusammen mache. Vielleicht bestelle ich nochmal was. Eigentlich wollte ich bei Amazon noch was bestellen, weil ich einen Gutschein geschenkt bekommen habe. Also bekommen habe dafür, dass ich bei einer Umfrageaktion mitgemacht habe. Aber ich habe bei Rodi bestellt. Leider nur eine Sache bzw. zwei Sachen drin. Die neuen Sachen, da habe ich mich noch nicht so rangetraut. Ich habe mir jetzt erstmal, weil es ist ja auch kostet ja auch was. Sind 39 Euro pro für so eine Packung. Aber ich wollte eigentlich zwei bestellen, aber eins hatten sie momentan nicht. Also einmal muss ich noch bestellen. Und ich sammle ja da auch gerade Punkte. Ich habe, wenn man da einkauft, bei Rudi ist es so, man kann Punkte sammeln. Und auch wenn man auf die Seite kommt, kriegt man 25 Punkte. Und da versuche ich gerade genug Punkte. Ich habe jetzt 750 Punkte. Und ich versuche jetzt gerade genug Punkte zusammenzukriegen, dass ich mir so einen Extra-Shaker holen kann. Die haben nämlich einen richtig geilen durchsichtigen mit goldener Schrift und einen schwarzen mit silberner Schrift. Die gefallen mir beide sehr gut. Ich weiß noch nicht, welchen ich bevorzuge. Ich habe jetzt hier. Weil es im Angebot war, kostet genauso viel, als wenn man es einzeln kauft, den Shark geholt. Weil der hat mir megamäßig geschmeckt. Da hätte ich aber auch ehrlich gesagt ja nicht. Ich greife jetzt zwar vor, aber ich mache da noch ein Fazit-Video. Da habe ich eigentlich gar nicht gedacht, dass der mir so schmecken wird. Ja, Orange, Kirsche, ja, hört sich zwar gut an, aber der schmeckt so scheiße geil. Der schön gekühlt und dann schmeckt mir halt noch Kaktus-Cobra sehr, sehr, sehr gut. Da wird es auch noch ein Fazit-Video zu geben. Verspreche ich euch. Ich habe jetzt alle Sorten durchgetestet, außer die beiden neuen Sorten. Pink, nee, Passion, Panther, Pfirsich-Panther oder was? Ne, mit dem Panther, oder mit dem Pfirsich-Zeug. Und mit dem Bär, mit Blaubeere und Kokosnuss. Die Beeren habe ich noch nicht getestet. Ich habe jetzt gesagt, jetzt hole ich mir erstmal das, was mir sowieso schmeckt. Und kann dann immer mal so zwischendurch vielleicht auch nochmal die anderen testen. Aber der und Dings war richtig geil. Und auch der Rap da, das hat, also die sind, einige sind, also. Ich will da jetzt nicht zu vorgreifen, aber die, wo ich dachte, die schmecken mir am geilsten, die schmecken mir nicht mal am geilsten. Die schmecken okay. Und die, wo ich gedacht habe, jo, klingt interessant oder puf, ja, das ist ja nicht meins. Gerade die schmecken mir am geilsten. Sehr kurios. Aber das werden wir dann im Fazitvideo dann noch bequatschen. Jetzt soll es jetzt hierzu erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.